Sowohl der Nasdaq 100 als auch der Leitindex S&P 500 mit der besten Handelswoche seit März. Was ist der Grund dafür? Aus meiner Sicht gibt es dafür zwei entscheidende Faktoren. Erstens der KI-Hype, der immer mehr die Züge der Dotcom-Blase trägt. Das ist das Narrativ hinter der ganzen Geschichte. Und dann der zweite Grund ist, dass dieses Narrativ umgesetzt wird über Call-Optionen, also über Wetten auf steigende Kurse durch Optionen. Das wiederum zwingt dann die Market Maker mitzugehen. Die müssen das Underlying kaufen, um sich abzusichern, um nicht ins Risiko gehen zu müssen. Und so verstärkt sich diese ganze Geschichte. Und wir wollen uns die Dinge mal anschauen in einer Situation, die jetzt immer weiter überhitzt. Die Euphorie ist riesig am Markt, aber zunächst mal hier Nasdaq 4% jetzt nach oben in dieser Woche. Bisher heute Verfall, großer Verfall, bisher noch nicht so. Jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, nicht großartige Veränderungen an den Märkten. In der Summe jedenfalls 8 Wochen in Folge jetzt der Nasdaq mit Gewinnen, längste Gewinnstrecke seit 2019. Beim S&P 3% diese Woche nach oben, 5 Wochen in Folge, positiv, beste Woche seit November 2021. Und das, obwohl wir 10 Zinsanhebungen der FED gesehen haben bislang und die Bankenkrise ja auch noch nicht so wirklich vollständig bewältigt ist, weil das Grundproblem das gleiche bleibt. Die Zinsen sind hoch, die Banken bieten weniger Zinsen, vor allem die kleineren. Dementsprechend fließt da Geld ab. Und wie stark die Euphorie ist, das sehen wir hier mal in den Erwähnungen, in Artikeln oder Medienerwähnungen vom neuen Bullenmarkt. Absolutes Allzeithoch haben wir in der Situation oder haben wir in dieser Dimension noch nie gesehen. Unten sehen wir einen Chart von Lance Roberts. Wenn wir uns mal lösen von dieser 20% Bärenmarkt- oder Bullenmarkt-Definition, dann könnte man sagen, naja, es geht seit Bewältigung der Finanzkrise nach oben mit einigen Korrekturen und das, obwohl die Zinsen angehoben werden, aber hier nochmal zu diesem, oder angehoben wurden deutlich, hier nochmal zu diesem Optionsargument. Gestern ja höchstes Call-Volumen, was wir jemals gesehen haben, 67% davon sind Zero-DTE oder One-DTE-Optionen, das heißt, die verfallen am selben Tag oder einen Tag später. Wie gesagt, all das gestern, das heißt, die anderen Optionen werden heute verfallen. Und wie stark diese ganze Geschichte da derzeit der Fall ist, das sehen wir bei Oracle. Was das Call-Volumen betrifft, schießt durch die Decke. Aktie schießt durch die Decke. Warum? Weil Oracle oft genug gesagt hat, künstliche Intelligenz, da sind wir sehr gut positioniert und booms, die Aktie nach oben, alle springen drauf. Wir wissen nicht, was die Folgewirkungen von künstlicher Intelligenz sind. Wir wissen nicht, was passieren wird, so wenig wie wir es damals in der Dotcom-Blase wussten, als alle sagten, ja toll, also das wird ja alles komplett ändern. Ja, es hat vieles geändert, sicherlich, klar, der Internet war ein Gamechanger, aber wie viele Firmen sind untergegangen? Einige wenige sind geblieben, wer weiß schon, welche bleiben, welche Geschäftsmodelle nicht mehr vielleicht funktionieren. Wie wird Geld verdient mit KI? Das sind alles eben Fragen, die bisher noch nicht so wirklich beantwortet sind, aber wir werden sehen, jedenfalls sehen wir diesen Extreme Greed, diese extreme Gier, die jetzt schon Bereiche erreicht, die absolut extrem sind, 83, und das, obwohl die Fed versucht hat, hawkisch zu sein. Der Markt scheint das überhaupt nicht ernst zu nehmen, nicht wirklich in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Hier Wells Fargo heute, ja, wir erhöhen unser Kursziel, weil dieser ganze Markt sieht aus wie 1999, 2000, und wie wir wissen, das ist ja auch super geendet damals. Und weil die Fed passiert hat, könnte diese AI-Euphorie auf ein neues Level gehen, wenn eben 1999, 2000 Any Guide ist, also praktisch eine Anleitung ist. Wir sehen hier die 7 Magnificent, also die 7 wunderbaren Aktien, haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 28,2%. Die Fed hat eine Pause gemacht, so eben Wells Fargo. Heute hatten wir Barkin und Waller. Waller, der sagte von der Fed, also die Core-Inflation not moving. Wir sind jetzt, glaube ich, seit 6 Monaten über 5%, relativ konstant. Wir brauchen mehr Tightening. Und auch Barkin, der heute interessante Sachen gesagt hat, wir müssen mehr tun, um die Wirtschaft ein bisschen abzukühlen. Und ich gebe zu, es gibt das Risiko, dass man zu viel macht. Aber, und das ist das Mantra der Fed, was, glaube ich, ganz stark in ihrer DNA ist, die Lektion aus den 70er Jahren: If you back off inflation too soon,
Inflation comes back stronger. Wenn du zu früh aufhörst, dann kommt die Inflation mit aller Macht zurück. Das ist sozusagen das, was die Fed eigentlich fürchtet. Heute der Monetary Policy Report der Fed, also praktisch so eine Art, wie ist denn der Zustand? Hier eben auch wieder der Hinweis auf die Kerninflation. Aber dass die Inflation sich abschwächt, wird maßgeblich, so die Fed, auch vom Arbeitsmarkt abhängen. Der Ausblick für die Zinsen ist in hohem Maße unsicher. Insgesamt sind wir jetzt 1% mit den Zinsen in den USA über der Inflationsrate. Das gab es zuletzt im Oktober 2008, also kurz vor der Finanzkrise. Wir erinnern uns, kurz da, 2007 war ja auch noch alles schick, obwohl da auch schon Bear Stearns Probleme hatte. Oder andere schon Probleme hatten, wir gesehen haben, dass die Preise im Immobilienmarkt fallen, und nicht umsonst hat Nassim Taleb, der durch den Begriff schwarzer Schwan so bekannt wurde, unter anderem, er fühlt sich da sehr an 2007, 2008 erinnert, zumal ein anderer auf CNBC, diesem Börsensender, gesagt hat, ja, Valuation Metrics, also Bewertungsmaßstabe, das ist doch etwas, was in einer Wirtschaft gegolten hat, die es ja gar nicht mehr gibt. Also Subtext, Bewertungen spielen gar keine Rolle mehr, weil durch KI hat sich ja alles geändert. Das zeigt so ein bisschen dieses KI-Hype-Narrativ, das diesen Dotcom-Blasen-Charakter inzwischen hat. Wir sehen einige wenige Skeptiker, wie eben Nassim Taleb, wir sehen Hartnett von der Bank of America, und der sagt auch, ja, schaut euch mal 2000, 2008 an, da haben wir auch eine riesige Rallye gesehen vor dem Kollaps. Wird sich das wiederholen? Fragezeichen. Die Deutsche Bank jedenfalls sagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rezession in den USA erleben, liegt bei nahe 100%, und nahe 100 ist ja schon mal eine ganze Menge, meine Damen und Herren. Genau das aber nehmen die Aktienmärkte nicht an, sehr wohl aber die Anleihemärkte, deswegen die Zinskurven ja massiv invertiert. Und heute könnte der Tech-Sektor, etwa das ETF XLK, ein neues Allzeithoch erreichen, damit den Peak aus dem Dezember 2021, das war kurz bevor die Fed dann im Januar 2022 gesagt hat, ups, wir werden die Zinsen anheben, da könnten wir heute drüber schließen. Nvidia heute wieder stark, aber insgesamt sehen wir, dass seit dem Oktober-Tief die Price-Earnings-Ratio der 50 größten Aktien um 30% gestiegen ist, aber praktisch die Gewinnerwartung nicht gestiegen ist. Okay, das heißt, die Aktien sind schlichtweg teurer geworden, aber das wird begründet damit, dass man sagt, naja, okay, 2023 nicht, aber guck doch mal ins nächste Jahr, das sehen Sie unten in dieser Grafik, die Balken. Da erwartet man unglaublich starke Gewinne für das Jahr 2024. Wie gesagt, der Anleihemarkt sieht das ganz anders, denn in einer Rezession wird es schwierig für Unternehmen, solche Gewinne zu machen. Der Nasdaq ist jetzt diese massive Rallye erlebt, aber nur 3% der Aktien haben ein neues 52-Wochen-Hoch, handeln also auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Und das zeigt, dass diese ganze Rallye weniger robust ist, weniger breit gefächert ist, auch wenn sich die Marktbreite ein bisschen verbessert hat in letzter Zeit als bei anderen Rallyes. Jetzt sagt der Citi, naja, okay, schaut euch mal die Vergangenheit an, muss nicht sein, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Wir haben schon Märkte gesehen, die gestiegen sind, auch wenn die Marktbreite nicht gut war. Das stimmt, wir sehen hier rechts mal die Marktbreite, neue Hochs, neue Tiefs im Nasdaq, also jenes Index, der so massiv gestiegen ist. Kaum erkennbar, dass da wirklich ein Überhang von neuen Hochs irgendwie zu erkennen ist, und alle sind drin. Wir haben jetzt die höchste Aktienquote der Amerikaner, wie eine Umfrage von Gallup zeigte, seit dem Jahr 2008. Wir sehen den Retail, also die private Investoren, die sind all in. Appetite for AI Stocks schießt geradezu durch die Decke. Retail Purchases schießt durch die Decke. Das korrespondiert mit dieser AAII-Umfrage, wonach die Bullen immer mehr werden, mit dem Fear and Greed Index und anderen Sentimentindikatoren. Und jetzt gucken wir uns mal, ja, wie ist denn eigentlich, was wird denn gesucht im Internet? Gucken wir mal nach ChatGPT, und wir sehen deutlich rückläufig, also so exponentiell scheint das hier noch nicht zu sein. Diese Hype ist eigentlich in der im Suchverhalten zumindest der Leute schon bereits wieder abgeebbt. Heute Nachrichten vom Konsumenten.
Die werden optimistischer. Ich glaube, das liegt auch erstens am gefallenen Benzinpreis in den USA und vor allem am gestiegenen Aktienmarkt. Die Inflationserwartungen sind zurückgegangen. Das wiederum liegt sehr wahrscheinlich am Ölpreis. Und jetzt ist der neue Hype, die EZB wird die Zinsen auf 4% anheben. Ich persönlich habe da meine Zweifel, denn wahrscheinlich kommt der Konjunkturabschwung schneller, als die EZB es wirklich glaubt. Aber hier die amerikanischen Analysehäuser JP Morgan, Goldman Sachs, wie sie alle heißen, die haben ihre Prognose nach oben genommen für die Zinserwartung und dementsprechend gehen sie davon aus, dass der Euro-Dollar bis auf 1,12 steigen kann, weil die Zinsdifferenz sich damit dann etwas verringern würde. Und da ist aber allerdings nicht mit einkalkuliert, wie es denn eigentlich zum Beispiel um die Konjunktur aussieht. Hier sehen wir mal die deutsche Industrieproduktion. Die hat sich seit 2018 bereits deutlich schlechter entwickelt als die im Euroraum und das ist noch schlimmer geworden. Wir haben noch nicht das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht und höhere Strompreise haben wir sowieso. Deutschland hat jetzt die weltweit höchsten Strompreise, für Industrie natürlich ein ziemlich Desaster, also für Industrie, die Energie braucht, aber sei es drum. Hier nochmal drei abschließende Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, und Sie haben ja Zeit an diesem Wochenende. Die Amerikaner haben ja Feiertag, am Montag will nicht. Das wird also ein bisschen dünn am Montag, aber hier ein Top-Stratege, nämlich das ist Michael Hartnett von der Bank of America. Warum? Der sagt, das ist jetzt ein bisschen zu krass, da ist eine große Rückschlaggefahr. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Nochmal zu dem Verfall heute. Worum geht es da eigentlich? Wie ist da genau was zu verstehen? 4,2 Billionen Dollar Ereignis, das ist die zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, nochmal zu Deutschland. Deutschland schaltet bei Engpässen Strom für E-Autos und Wärmepumpen ab. Klaus Müller heute, Chef der Bundesnetzagentur. Da hat man klargemacht, naja, wenn es eng wird, dann müssten wir da ein bisschen drosseln. Und wir haben ja ein Problem, wir sind mit dem Ausbau der Erneuerbaren weit hinter den gesteckten Zielen. Wir haben zu wenige Stromleitungen. Wir müssten bis zu 280.000 Kilometer neue Stromleitungen bauen, wenn die gesamte Energie eben auf Elektrik umgestellt wird, auf Strom umgestellt wird. Und das scheint ja offenkundig das Ziel zu sein. Also das wird eine sehr interessante Geschichte, ob das funktionieren kann. Das ist die dritte Empfehlung und ich empfehle mich jetzt ins verdiente, hoffe ich, Wochenende. Ich sage Servus, ciao.